Bevor wir uns jetzt mit weiteren Blitzen beschäftigen, da kommen wir dann danach zu, wollen wir erstmal schauen, wo wir stehen, was wir jetzt hinkriegen. Und wir haben jetzt einen Blitz, wir haben einen Lichtformer, ich habe jetzt die Firefly drauf, ihr könnt aber genauso Durchlichtschirm nehmen, das spielt jetzt wirklich überhaupt gar keine Rolle. Ja, spielt es doch ein bisschen, das sehen wir gleich. Also Stativ, ein Lichtformer, ein Blitz, eine Kamera, in dem Fall die 70D, mit einem Auslöser drauf. Okay? Und was wir jetzt machen können, sind Bilder mit dunklem Hintergrund. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe ja schon mehrfach Videos dazu gemacht im Internet, kostenlos gibt es da zu sehen, wie man das draußen machen kann. Jetzt ist draußen aber völlig am Regnen. Ist wieder so ein, ne? War kein Regen angesagt, aber schon den ganzen Tag am Nieseln und jetzt regnet es richtig. Also bleiben wir hier drinnen, sorry. Also wenn man einen sehr großen Raum hat, und es geht vor allem draußen, kann man den Hintergrund, beliebigen Hintergrund schwarz machen. Wenn ich jetzt hier drinnen bin und die Tapete habe und ich habe halt nicht genug Platz, dann muss ich irgendwas Dunkles dahin hängen. Ich habe von Lastulite und von Valimax diese schwarzen Falthintergründe. Die sind grundsätzlich noch gut, halt auch nur so groß, aber für Porträts reichen die vollkommen. Relativ günstig, man kann zusammenfalten und irgendwie wegstellen. Man kann auch einfach ein schwarzes Tuch nehmen, schwarze Baumwollstoff. Ich habe zum Beispiel auch von Valimax diese schwarzen zwei Stangen, eine Stange drauf und schwarzer Tuch. Das hatte ich zum Beispiel neulich bei den Dynamic Days, 2 Tage im Dauereinsatz. Also man kann da sehr viel mitmachen. Und was ich am liebsten benutze, ist das hier, Styropor. Das sind zwei große Styroporwände, 2 mal 1 Meter, einfach mit schwarzer Farbe angesprüht und nicht richtig sorgfältig. Dadurch hat man dieses, ich hoffe, das sieht man ein bisschen, so dieses Muster drauf. Auf den Bildern sieht man das nachher. Ist eben nicht einfach nur schwarz. Das finde ich noch schön. Nachteil ist, ich hätte es lieber 2 Meter breit. Ich brauche eine gewisse Breite, und wenn ich sie nebeneinander stelle, dann habe ich hier halt den Schlitz und da sieht man nachher ein bisschen. Und ich kriege sie nicht so gerade, dass ich sie richtig sauber nebeneinander stellen kann. Dann muss ich im Photoshop immer noch so ein bisschen das retuschieren. Das ist schade. Aber ansonsten bin ich da sehr happy mit. Wir schauen mal, was wir jetzt machen können. Ich habe jetzt hier eine 70D, den 603 drauf zum Auslösen und gleich auch den Selbstauslöser. Die Canons haben den Vorteil, wenn ich ein Bild mache, dann kann ich mir anzeigen lassen, wo ich scharf gestellt habe. Das geht bei Nikon auch ab der 7000er Serie, glaube ich, bei der 520, 5200, die filmt gerade, bei der geht das leider nicht. Und mir ist nicht bekannt, dass es bei Sony und so weiter geht, aber ja, ihr kennt eure Kamera besser. Es hilft einfach nachher zu sehen, wo habe ich scharf gestellt, aber ist natürlich nicht zwingend Voraussetzung. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Kamera mit Wi-Fi habt, könnt ihr natürlich auch Wi-Fi nehmen und mit dem Handy auslösen oder wie ihr halt wollt. Ich benutze halt eben 603, weil es super easy und einfach ist. Ich habe jetzt hier den Blitz auf 1/4 eingestellt mit der Firefly und sehr nah. Und was ich jetzt mache, ist einfach mal ein Bild von mir. Ich habe hier drauf 35 mm. Also 50 mm, nicht zu dicht kommen. Und schon haben wir ein cooles Bild. An der Kamera habe ich eingestellt ISO 100, 125, 7.1 noch von vorhin. Okay. Finde ich schon mal cool. Also ich weiß, ich sollte öfter lachen. Sorry, vergesse ich immer. Also grundsätzlich ist das schon mal nicht schlecht. Wir sehen zwei Sachen. Wir sehen zum einen, dass ich ein bisschen Helligkeitsverlauf habe von der rechten Wange zur linken Wange runter rüber. Logisch, das Licht kommt ja von hier. Und wir sehen auch, dass mein Hintergrund beleuchtet ist. Es ist zwar schwarz, aber ich sehe noch ein bisschen die Struktur und das will ich. In dem Fall will ich das. Wenn ich das nicht will, habe ich ein Problem. Weil ich kann verschiedene Sachen machen. Ich kann den mal direkt von der Seite kommen lassen. Einfach, dass ihr das mal seht. Da habe ich das Split Lighting. Das heißt, ich wollte lächeln, ne? Nächstes Mal. Das heißt, jetzt eine Gesichtshälfte aber wirklich sehr dunkel. Neulinge finden das immer cool, ich bin da eigentlich nicht so ein Fan von. Es ist schwierig, das hinzukriegen, dass das noch wirklich gut aussieht und nicht nur strange. Okay? Deswegen mache ich das nicht gerne, aber jetzt kommt natürlich weniger Licht auf den Hintergrund. Was ich auch machen kann, was einfach ist, ich kann weiter weggehen vom Hintergrund. Ich kann mit dem ja jetzt hier nach vorne kommen, aber ihr seht das jetzt in dem Video schon, wenn ich hier stehe, da guckt mein Kopf über die Wand hinaus. Das ist ein bisschen das Problem. Ich brauche einen sehr großen schwarzen Hintergrund, damit das funktioniert. Also da muss ich irgendwo Kompromisse eingehen. Und schwarz hat den Vorteil, es schluckt relativ viel Licht, also geht das relativ gut. Aber wenn ich das jetzt austausche gegen einen Durchlichtschirm, dann gehen die Probleme natürlich wieder ein bisschen los. Ne? Ich habe jetzt hier wieder einen Schirmneiger, noch den einfachen von vorhin. Dann nehme ich meinen Durchlichtschirm, weil das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch haben werden. So, ich setze den hier wieder ran. Hier rum, so.
Der ist ein bisschen dicker, als er sein sollte, da ich ein bisschen fummelig. So, festschrauben, haben wir gelernt. Ja. Dann kippen. Ungefähr platzieren. Blitz hoch. So, selbe Spiel wie vorhin schon vorgestellt, ja, den Blitz möglichst weit weg. Gelernt haben wir auch, richtig festschrauben hilft. Ich habe den auf ein Viertel gehabt, ich habe ihn immer noch auf ein Viertel. Das sollte ungefähr hinkommen, ich bleibe mal auf ein Viertel. So, schiebe den jetzt hoch. Dann ein bisschen höher, so ungefähr. Platziere ihn jetzt so, wie ich ihn haben will. Vielleicht ein bisschen so halb von vorne, so ungefähr. Und noch ein bisschen höher, ist noch zu niedrig. So, okay. Ungefähr so. Ich versuche freundlich zu gucken. Und das ist nicht so schlecht, aber vergleichbar die beiden Bilder. Das Problem ist jetzt ein bisschen der Hintergrund natürlich. Ich meine, das Licht kommt jetzt hier raus, es breitet sich natürlich im ganzen Raum aus, es reflektiert von der Decke und so weiter. Das ist jetzt sehr individuell in eurem Raum. Es hilft, wenn ihr vielleicht einen Kellerraum habt und den halt mit schwarzem Baumwollstoff einfach aushängt oder schwarzen, vom Theater gibt es manchmal so Reste oder sowas scheinbar. Filz, Vlies, whatever. Das hilft natürlich, ganz klar. Ist aber eigentlich nicht nötig. Ja. Aber eben grundsätzlich Unterschied erkannt. Ja. Es ist, Licht kann ich jetzt nicht so kontrollieren. Selbst wenn ich den jetzt seitlich hinstelle, machen wir noch. Stell jetzt mal wirklich seitlich, so. Und mach das nochmal. Der wird immer noch mehr auf den Hintergrund gehen als vorhin. Wenn ihr euch daran erinnern mögt, mit der Firefly war der Hintergrund jetzt einfach wirklich ziemlich schwarz. Und hier kommt halt durch den Schirm, dafür ist er ja da, dass er breit streut. Und dann streut er natürlich auf den Hintergrund. Und das ist eigentlich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist so der wesentliche Vorteil von den Softboxen. Ich kann das Licht einfach viel besser kontrollieren. In der Regel will ich das eben nicht all over the place haben, sondern ein bisschen kontrolliert. Okay? Aber auch damit können wir coole Bilder machen. Wenn das jetzt ein glatter, schwarzer Stoff ist, dann schluckt er das Licht hier einfach. Dann macht das gar nichts. Schwierig ist halt, so einen Stoff stramm aufzuspannen und faltenfrei und so. Und wenn der Falten hat, dann, und das Licht ein bisschen von der Seite kommt, dann sieht man die Falten, dann reflektiert das komisch und so. Und dann sieht man halt die Falten. Und dann muss man im Photoshop danach wieder irgendwie Weichzeichnungsfilter drauf machen oder so. Geht alles, ist halt mühsam. Okay, also was haben wir gelernt? Wir können mit einem Blitz coole Charakterporträts machen, so mit schräges Licht und so. Wir können mit der Softbox das sehr viel besser kontrollieren als mit einem Durchlichtschirm. Wenn wir einen Durchlichtschirm haben, brauchen wir eigentlich sehr viel Platz. Oder müssen akzeptieren, dass Licht auf den Hintergrund fällt. Eindruck müssen wir sterben. Sonst, ich habe es gesagt, zum Selbstauslösung, Stativ, ein Blitz und so weiter, dass wir da endlich mal was sehen, ja, dass wir was machen, praktisch. Und als nächstes werden wir die schwarze Wand wieder verschwinden lassen und werden wieder auf hell gehen und freundlich gehen. Und so ein bisschen das Ausgleich, weil ich immer finster gucke, machen wir helle Bilder. Und werden dann eben uns überlegen, wie wir den Hintergrund von diesem schmuddeligen Grau schön weiß kriegen. Also, bis gleich.